Das ist der brandneue Hyundai Staria. Ihr seid ihr, ich bin der Bernd und gemeinsam sind wir hier bei Autonotizen und ich darf mir den neuen Van aus Südkorea gemeinsam mit und für euch ansehen. Und damit herzlich willkommen hier auf diesem Kanal und viel Spaß bei diesem Video. Futuristisch sieht der Hyundai Staria schon an der Frontpartie aus, eigentlich wie ein Concept-Car, finde ich. Wir haben hier eine Breite, über die ganze Breite des Fahrzeugs durchgehende LED-Lichtleiste für das Tagfahrlicht. Die betont auch, wie der Staria auf der Straße steht. 2 Meter ist das Auto breit. Die Hauptscheinwerfer in so einer lässigen Pixeloptik, die sind weit außen und weit unten hier im vorderen Stoßfänger und umrahmen den Kühlergrill, den das Auto auch braucht, denn es gibt den Staria global auch als Benziner, hier bei uns aber in Deutschland und Europa exklusiv im Moment mit einem 2,2 Liter Vierzylinder Dieselmotor mit 177 PS und 8-Gang Automatik. Je nach Außenfarbe übrigens sind die Dekore an der Karosserie entweder kupferfarben, so wie hier, oder schwarz. Bei uns ist das Auto schwarz, deswegen haben wir den Grill und verschiedene Rahmen um die Scheinwerfer oder auch hier die Außenspiegelkappen sowie Felgenelemente eben im Farbton Kupfer. Dieses klare, moderne Design geht hier auch an der Seite weiter. Die Gürtellinie fällt hier direkt ab und man sieht eine sehr niedrige Fensterlinie vorne, auch hinten hier eine großzügige Verglasung im Fahrgastbereich. Und das Auto streckt sich dennoch optisch extrem in die Länge, denn es ist auch lang. 5,25 Meter misst der Staria, der Radstand übrigens 3,27 Meter und das Auto ist 1,99 Meter hoch. Damit zeigt er schon, er ist ein neuer Mitbewerber zur Mercedes-Benz V-Klasse und zum Volkswagen Multivan, jetzt eben dem VW T7 Multivan, dem neuen. Und genau in dieser Klasse möchte er eben mitfahren. Das Pixel-Design der Scheinwerfer wird auch von den Rückleuchten hier wieder aufgenommen. Das erinnert auch an den Hyundai Ioniq 5 und in der Tat werden dem Staria auch Blicke hinterhergeworfen auf der Straße, wie eigentlich noch nie bei einem Van oder ein Transporter, der er letztendlich ist, denn es kommt dann auch mal eine Commercial Vehicle, also eine Transporter-Variante. Und wir wurden auch schon angesprochen, dass die Leute ja denken, das sei ein Elektroauto, weil es eben so futuristisch aussieht. Aber wie gesagt, ist das noch ein Diesel. Es kommt aber auch perspektivisch ein Fuel Cell Electric Vehicle, also ein Hyundai Staria als Elektroauto mit Brennstoffzelle. Und der dürfte ja in nicht allzu vielen Jahren dann auf den Markt kommen. Auch die Heckscheibe ist weit nach unten gezogen, also haben wir hier eine großzügige Verglasung. Das Hyundai-Logo und der Schriftzug haben auch den Kupferfarbton, genauso wie eine Zierleiste unten im Stoßfänger. Die Heckklappe öffnet elektrisch und dann ja, hat sie schon die Raumfülle eines Unterstellhäuschens statt Bushaltestelle vielleicht. Der Kofferraum misst bei dieser Stellung der Rücksitzbank laut Herstellerangaben 431 Liter. Ich kann die Bank in der Länge verstellen, aber nicht mehr weiter nach vorne, denn sie ist schon ganz vorne. Ich kann sie jetzt hier so maximal nach hinten ziehen. Dann sollen sich hier irgendwo 117 Liter Gepäckraum verstecken. Wo, weiß ich noch nicht. Herausnehmen kann ich die Bank jetzt hier nicht so einfach, denn wir haben eine Verkabelung, die ist jetzt fest im Unterboden drin. Wir haben hier aber auch die Luxusvariante, den Staria als Signature. Das ist die erste Ausstattungslinie, die es zum Marktstart gibt, und günstige Varianten werden dann später folgen, somit dann also auch Autos, die man im Innenraum variabler gestalten kann. Und was der Signature innen so alles kann, das schauen wir uns jetzt an. Ihr seht mich jetzt durch 2 Kameras in Folge, denn ich sitze hier im Fond des Staria und ihr seht im Cockpit die Anzeige einer Kamera, mit der man die Mitfahrer betrachten kann, wenn man sich mit ihnen unterhält oder auch gucken kann, ob alle Kinder zum Beispiel schlafen oder ob es den Fahrgästen gut geht. Serienmäßig beim Staria Signature sind nicht nur die hochwertigen Ledersitze, sondern hier in der 2. Reihe auch sogenannte Premium Relax Sessel. Die lassen sich zum einen manuell in der Länge verstellen, dann hat man hier eben diese Hebelchen am Sitz und ich kann den Sitz übrigens auch, ich zeige das nochmal,
Also hier ist der Hebel für die Sitzlänge. Und dann kann ich den Sitz auch hier nach innen und außen ein Stück weit verstellen. Warum denn das? Das macht schon durchaus Sinn. Denn wenn ich den Sitz jetzt ein bisschen weg von der Türverkleidung bewege, dann sitze ich nicht so nah an der Tür und habe hier einfach mehr Beinfreiheit. Jetzt müssen wir mal hier in die Mitte schauen, denn dann sieht man, was die noch so können, die Sitze. Die sind nämlich, ich habe gezeigt, hier manuell eine Länge einstellbar. Dann kann ich aber den Sitz auch noch hier elektrisch einmal in der Höhe einstellen, die Lehnenneigung verstellen und hier so eine Beinauflage ausfahren. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, bewegt sich der Sitz nach hinten in eine Liege-Relax-Position. Und dann kann man es hier natürlich schon VIP-mäßig echt gut aushalten. Auch auf Knopfdruck fährt er wieder hoch. Ist das schon alles, was die Sitze können? Nö. Sie haben auch eine verstellbare Lendenwirbelstütze, eine Armlehne und dann auch hier mit Tasten bedienbar eine Heizung oder Lüftung in 3 Stufen. Und das ist auch eben Teil der Signature-Serienausstattung. Und das ist dann hier ja schon bequem, eignet sich vor allem natürlich für Hotels, die das Auto als Shuttle-Fahrzeug verwenden und ihren Kunden hier einen hochwertigen Service bringen wollen. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch die eine oder andere Familie hier nichts dagegen hat. Wenn man dann hier hinten sitzt, kann man an die Rückseiten der Vordersitze hier Sachen reinstecken in diese Taschen. Außerdem gibt es hier Haken, um zum Beispiel eine Jacke oder eine Handtasche aufzuhängen. Am Ende der Mittelkonsole haben wir hier 2 ausfahrbare Becherhalter, die wirken sehr hochwertig. 2 USB-Anschlüsse und hier unten dann auch noch ein großes Ablagefach. Außerdem haben wir dann in den Türverkleidungen auch noch Flaschenhalter und echt, ich wiederhole mich, viel, viel Platz. Wem das nicht reicht, der kann dann auch noch, man kennt das aus Autos von Hyundai, Kia und Genesis, den Beifahrersitz hier mit Tasten an der Lehne verstellen in der Länge und in der Lehnenneigung. Der Dachhimmel hier oben ist ein Mikrofaserdachhimmel, das fühlt sich sehr gut an. Und wir sehen hier ein Bedienteil für die Klimaautomatik für den Fond. Dann kann man nämlich unabhängig von Fahrer und Beifahrer hier eine eigene Temperaturzone für die Passagiere einrichten. Hier oben gibt es dann Lüftungsdüsen im Dachhimmel und dann wird eben auch dafür gesorgt, dass da hinten viel Frischluft reinkommt. In der 3. Reihe ist auch phänomenal viel Platz. Das ist eine Dreiersitzbank, die natürlich ein bisschen weniger bequem ist als diese Relax-Sessel, aber auch sehr bequem. Enorm viel Kopffreiheit ist da, auch für große Menschen. Und auch hier hinten lässt jetzt das Interieur-Ambiente nicht nach. Auch hier haben wir eine Ambiente-Lichtleiste. Dann gibt es hier Cupholder, ein Ablagefach und sogar an jeder Seite jeweils einen USB-Anschluss, um Geräte mit Strom zu versorgen. Dann haben wir auch hier Sonnenschutzrollos, wie in den Schiebetüren vorne. Und hier gibt es manuell ausstellbare Fenster hinten. Leider nicht elektrisch, das wäre natürlich noch ganz cool, wenn man das dann vom Fahrerplatz aus machen könnte. Was auch fehlt, wie ich finde, sind Isofix-Verankerungen für Kindersitze hier auf der Rücksitzbank. Also kann man zumindest, wie das Auto hier im Moment auf dem Markt ist, der Signature mit dieser 2-2-3er-Siebensitzer-Konstellation nur auf den beiden Vorsitzen hier einen Kindersitz jeweils sicher installieren. Also ist echt ganz toll hier hinten im Staria Fond. Super bequeme Kopfstützen, die bequemen Sitze in der 2. Reihe. Und so ein Autotesterleben ist ja auch nicht immer das Einfachste. Ich würde jetzt gerne hier hinten sitzen oder liegen bleiben. Mache ich aber nicht, denn natürlich zeige ich euch auch, wie sieht es denn in der 1. Reihe aus. Vorne sitzt man bauartbedingt sehr hoch und echt bequem auf großen Sitzen. Seitenhalt bieten die nicht wirklich, aber wir sitzen auch nicht in einem Sportwagen, sondern in einer Großraumlimousine. Fahrer- und Beifahrersitz sind elektrisch einstellbar hier im Signature, wobei der Beifahrersitz leider nicht in der Höhe verstellbar ist. Das finde ich ein bisschen schade und ja, am doch falschen Ende gespart. Armlehnen haben beide Sitze individuell. Eine Armlehne zu teilen wäre auch schwierig, denn die Sitze sind sehr weit auseinander. Dazwischen ist eine riesengroße Mittelkonsole, die hier so ein Abdeckrollo hat. Das könnte man auch als kleine Ablage verwenden. Und darunter verbirgt sich dann ein Becherhalter für 2 Getränke und ein riesiges Ablagefach, das in seiner Größe ja fast so manchen Kleinwagenkofferraum nahe kommt. Also das ist hier schon echt gut. Außerdem gefällt mir hier
die Illuminierung ganz gut mit dem Staria-Schriftzug. Das sieht schick aus. Die hört dann hier auf, die Mittelkonsole. Davor ist hier ein großer Durchgang. Es sorgt hier für ein luftiges Raumgefühl. Ein Ablagefächer haben wir hier vorne. Da liegt gerade der Fahrzeugschlüssel darin. Dann ist hier auch noch ein kleineres Ablagefach. Davor haben wir zwei USB-Anschlüsse, eine für die Smartphone-Integration, eine zum Stromversorgen und eine 12-Volt-Steckdose und noch ein kleineres Ablagefach. Also daran scheitert es nicht. Und das kompensiert unter anderem auch ein bisschen das doch recht überschaubar große Handschuhfach vor dem Beifahrer. Da ist jetzt hier die Bordliteratur drin und sonst passt da eigentlich nicht mehr viel hinein. Was ich außen schon erwähnt hatte, sieht man auch hier innen die niedrige Gürtellinie. Und da kann man zum einen den Arm bequem drauf ablegen, dann auf der Türverkleidung. Aber das fördert eben auch die Rundumsicht und die Aussicht. Und man sitzt dann hier vor einer ebenso großen wie flachen Windschutzscheibe. Das Cockpit hat viele Elemente, die wir aus Hyundai-Modellen kennen. Zum Beispiel das Vierspeichenlenkrad mit den Multifunktionstasten und auch das digitale Instrumentendisplay. Aber die Anordnung ist anders. Auch schon im Hyundai Tucson ist sie ja ein bisschen weiter weg und höher, diese Anzeige. Hier thront das Display jetzt aber wirklich über dem Lenkradkranz sozusagen. Und ich habe jetzt den Sitz hier und das Lenkrad in meine Position eingestellt und blicke genau über den Lenkradkranz auf die Anzeige. Da kann ich dann hier mit der Blättertaste im Lenkrad zwischen den Rundinstrumenten zum Beispiel mit die Fahrassistenten hier aufrufen, also den Lane Keeping Assist und die Verkehrszeichenerkennung, habe die Bordcomputerangaben, Navigation und verschiedene Fahrzeuginformationen, hier zum Beispiel dann die Kraftverteilung des Allradantriebes. Es gibt den Staria nämlich mit 2- und mit 4-Radantrieb, das ist ein variabler Allradantrieb, den ich dann aber bei Bedarf auch locken kann, also dass ich die Kraftverteilung dann auf beide Achsen eben 50-50 steuere. Wir haben hier einen Becherhalter auch noch auf der linken Seite des Armaturenbretts und vor diesem Display ist der Raum genutzt worden für ein Ablagefach mit einer gummierten Oberfläche und auch hier hinten haben wir ein zweites Ablagefach. Das ist schon alles praktisch im Familienalltag oder im Alltag eines Shuttle-Dienstleisters oder Taxifahrers, aber da sieht man natürlich auch, dass der Staria dann auch als Nutzfahrzeug kommen wird und dann hier entsprechende Ablagemöglichkeiten gibt. In der Mitte sehen wir ein 10,25 Zoll großes Display. Das entspricht so dem, was wir von anderen Hyundai-Modellen kennen. Es wirkt hier nur wesentlich kleiner, weil das Auto einfach so viel größer ist, als außenrum gebaut wurde. Dann haben wir hier so eine Tastenleiste, die keine physischen Knöpfe mehr hat. Und da kann ich dann eben hier die ganzen Hauptmenüpunkte ansteuern. Bei Media haben wir dann übrigens jetzt hier diese Naturklänge, kennen wir ja bereits von der Marke. Und gehen wir dann mal hier ins Setup hinein, da kann ich dann eben alles einstellen. Über den Home-Button komme ich immer zurück in die Hauptmenüebene der Apps. Dann haben wir hier die Rücksitzkamera, die ich eben schon gezeigt hatte. Und dann das Fond-Gespräch. Das verstärkt dann über Mikrofone auch die Stimmen der Passagiere hinten und des Fahrers. Man hört jetzt auch schon ein bisschen Hallen. Und dann kann man sich eben hier besser unterhalten während der Fahrt, ohne die Stimme erheben zu müssen. Das sind dann hier die verschiedenen Ebenen eben. Wir haben auch einen Online-Zugang für Echtzeitverkehrsdaten. Und das ist dann hier der Home-Bildschirm. Die Navigationskarte präsentiert sich so. Also auch das kennen wir von Hyundai und Kia. Und hier sind dann eben Echtzeitverkehrsdaten auch möglich. Darunter sehen wir das Bedienelement für die Klimaautomatik. Da kann ich dann also hier die Temperatur vorne einstellen. Und über Rear Climate komme ich dann eben auf die hintere Temperaturzone, das hatte ich ja jetzt eben im Fond gezeigt. Darunter auch wieder keine echten Tasten, sondern virtuelle. Dann haben wir hier ein Kamerabild mit einer Rundumsicht, die Aktivierung der Parksensoren. Außerdem kann ich dann hier die Drive Modes einstellen. Da haben wir dann Eco, Normal und Sport. Und wir haben auch hier vorne nicht nur den Sitz dreistufig beheizbar, sondern auch belüftbar. Ein weiteres Ablagefach bettet das Smartphone und das lädt dann hier induktiv. Und dass es lädt, sehen wir dann an dieser orangenen Warnleuchte. Ein weiterer Becherhalter versteckt sich hier. Es sieht sehr hochwertig aus, fährt dann hier aus und ist ein gutes Teil, wie ich finde. Knöpfe statt einem kleinen Stummel- oder Wählhebel können hier per Shift by Wire das
Getriebe steuern. Also ich kann dann hier die Fahrstufe einstellen und dann lasse ich ja die Achtgang-Automatik eh ihren Job tun. Oder ich benutze die Schaltpedals hinterm Lenkrad. Und ich will sagen, wie sich das Getriebe und der Motor so anfühlen, das testen wir jetzt und starten zur Probefahrt. Newtonmeter Drehmoment erzeugt der 2,2 Liter Diesel und die liegen ab 1500 Umdrehungen an. Was bedeutet das im Alltag? Der Motor schiebt eigentlich bei knapp über Standgas dann ordentlich voran. In 13,5 Sekunden geht es für die Allradversion, die wir hier fahren, laut Werksangabe von 0 auf 100 km/h und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 185 km/h. Es gibt kein einstellbares oder adaptives Fahrwerk. Bei schlechten Straßen ist die Abstimmung manchmal ein bisschen ruppig. Da merkt man eben auch die Ausprägung des Autos, dann später mal als Transporter auch für hohe Nutzlasten, eben mit einem straffen Fahrwerk. Aber so im Alltag bietet das schon echt ganz guten Komfort. Der Benzinverbrauch liegt nach WLTP-Norm bei 8,9 Litern. Wir sind jetzt hier einen Tag mit dem Auto auf ersten Testfahrten unterwegs und können deswegen nur der Bordcomputer-Angabe glauben. Und die pendelt sich so bei Werten um die 10 Liter ein. Ist natürlich jetzt nicht wenig für einen Diesel, denkt man im ersten Moment. Wir haben aber eben 2,5 Tonnen Großraumlimousine hier dabei mit 5,25 Meter Länge. Und der Verbrauch, der liegt hier schon auf einem Niveau, das ich auch mit einem Mercedes V-Klasse Diesel zum Beispiel rausgefahren bin. So ein großes Auto mit Dieselmotor ist natürlich auch etwas für die Langstrecke und deswegen fahren wir jetzt auch mal auf die Autobahn und gucken, wie sich der Staria dort so schlägt. Ganz entspannt geht's voran, weil wir nämlich hier im deutschen Verkehr stecken, hier auf der Autobahn, aber wir wollen ja auch keine Hochgeschwindigkeitseskapaden abreißen mit dem Staria, sondern dieses entspannte Fahren passt gut zum Auto. Ich sitze hier so gefühlt wie der Lokführer eines Intercity-Express-Zuges und vor allem hinten kann ich mir vorstellen, dass der Kameramann dann noch viel mehr Komfort genießt. Aber ich fahre auch ganz gerne hier mit dem Diesel so gemütlich vor mich hin. Nicht neu bei Hyundai und Kia, aber neu im Segment und nach wie vor cool ist der Totwinkelwarner mit Monitoranzeige. Beim Spurwechsel sieht man jetzt hier im Tacho-Display das Bild einer Kamera, genauso jetzt beim Wechseln zurück auf die rechte Spur. Und das hilft natürlich zusätzlich zum Schulterblick, hier alles gut im Blick zu behalten. Ist er denn eine Alternative zum Multivan und zur V-Klasse der Staria? Ich finde ja. Das Platzangebot ist super und hier der Fahrkomfort, das passt schon auch. Die Anmutung, die Verarbeitung innen ist auf sehr hohem Niveau. Klar ist und vor allem der Mercedes schicker. Den neuen T7 Multivan bin ich zu dem Zeitpunkt, als dieses Video entsteht, noch nicht gefahren. Und die beiden Kontrahenten gibt es optional mit Fahrwerken mit mehr Flauschkomfort. Die Luftfederung bei der V-Klasse ist ja schon allererste Sahne. Da hinkt dann der Staria ein bisschen hinterher, aber er kostet halt auch einfach über 10, wenn nicht gar 12.000, 13.000 Euro weniger, je nach Ausstattung, als V-Klasse und Multivan. Vielen Dank, dass ihr mitgekommen seid zu meiner ersten Probefahrt mit dem Hyundai Staria. Mich beeindruckt das Auto echt ein zweites Mal auf den ersten Fotos, als die Meldung kam, dass diese neue Modellreihe auf den Markt kommt, war ich vom Design beeindruckt und war fast so ein bisschen ja, gespannt schon. Kann das Auto denn auch jetzt beim Live-Treffen diesen positiven Eindruck dann untermauern? Und ja, kann es. Es ist ein tolles, bequemes Auto, natürlich hier als Signature-Variante mit dem luxuriösen Fond für Familien, denen das Geld jetzt ein bisschen lockerer sitzt als anderen, gewiss eine Wahl. Oder auch eben für Firmen, Shuttle-Dienste, Hotels oder sonstige Dienstleister, die so ein Auto dann
gewerblich auch nutzen. Andere Varianten werden wie gesagt folgen und dann werden auch die Preise ein wenig sinken. Im Moment startet die Preisliste für den Signature bei 56.150 Euro. Das Allradmodell, das wir hier haben, ist dann 2.000 Euro teurer. Einzige Optionen sind Lackfarben, hier haben wir jetzt eben schwarz und dann gibt es noch ein Panoramadach gegen Aufpreis. Ja, ein tolles Auto und ich bin jetzt schon gespannt, wie sich dann der Staria auch als Elektroauto mit Brennstoffzelle so schlagen wird. Da müssen wir leider noch ein bisschen warten. Wenn ich jetzt noch Verbesserungswünsche hätte, dann wären das auf jeden Fall Massagesitze in der zweiten Reihe, denn dann wäre der Luxus da perfekt und gerne auch für Fahrer und Beifahrer. Aber sonst wäre das schon ein Auto, mit dem ich wunschlos glücklich werde. Man muss aber natürlich bedenken, dass mit 5,25 Meter Normparkplätze und auch Normgaragen natürlich dann meistens nicht mehr funktionieren. Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Video und vielen Dank im Voraus für das Anklicken der Website Autonotizen. Da findet ihr auch alles zum Hyundai Staria mit den technischen Daten. Das verlinke ich unten. Danke an den Matthias fürs Filmen und jetzt wünsche ich euch allzeit gute Fahrt und freue mich, euch bald wieder auf diesem Kanal sehen zu dürfen. Ciao.